Wir kaufen uns eins und haben Plus gemacht. Instant, so funktioniert das. Freunde, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem wunderbaren Zweitkanal. Heute mit dem obligatorischen Cashback Talk. Cashback, Folge 10, kam gestern online, wenn ihr es gesehen habt. Dann werdet ihr wissen, dass wir ein bisschen Geld gemacht haben. Ein bisschen sehr viel. Was natürlich auch an Remax Climax lag. Wir haben ein Display geöffnet, das hat ultra gegönnt. Ich will nicht sagen, wie die anderen Displays gegönnt haben, denn diese habe ich auch schon in einem zukünftigen Video geöffnet, aber da waren auch einige Banger dabei. Wir werden heute darüber sprechen, wie ich die Folge fand und allgemein, was wir uns holen werden für eventuell diese Woche, also diese Woche Sonntag, wenn alles passt. Ja, schauen wir rein. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Und zwar Cashback Folge 10 kam für mich gestern online, für euch auch. Und die Folge war spicy, sehr spicy, kam von euch sehr gut an, 3000 Likes, wir haben 50.000 Aufrufe. Das ist sehr heftig für ein Video, was gestern erst online kam, also selbst für meine Verhältnisse. War sogar krasser als das PSA-Gradings-Video, finde ich. Also ich finde es heftig halt, ne, allgemein, was wir auf Cashback auch schon haben mit den ganzen Grafiken und sonst was da. Meine Editor und ich da immer auf die Beine stellen, finde ich immer sehr cool. Auch, dass das halt so ein festes Format geworden ist, finde ich tatsächlich halt auch super nice, weil ich fühle so etwas sehr und bin auch schon auf der Suche nach weiteren festen Formaten. Nicht unbedingt, wo man Geld sucht, sondern vielleicht, wo man was traden kann. Dass man vielleicht sich gucken kann, hey, oh, wie hoch kann ich mich traden und dann vielleicht die Endkarte verkaufen auf eBay und das dann einer guten Organisation oder sowas spenden. Das wäre eine coole Sache, aber da muss ich halt nochmal schauen, was möglich ist oder zum Beispiel, was wir machen können. Für Leute, die es nicht wussten, wir haben Cashback Folge 10 gestartet mit einem Startkapital von 41 Euro. Davon haben wir die Einer-Blister gehabt, wir hatten eine ETB und wir hatten VMAX Climax. Und ganz am Ende, ich spoilere keine Pulse oder sonst was, haben wir hier einen Endstand von 249 Euro. Plus, einen entscheidenden Punkt, der meinem Cutter und mir aufgefallen ist. Und zwar gab es hier einen kleinen Schnittfehler. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Da kommt das Blitzer, alles ist toll. Und jetzt kommt da tatsächlich der Greninja-Karte kommt dazu, wird dazu gerechnet, ist jetzt hier auf 78. Und in der nächsten Szene ist es halt wieder auf 74. Also wir hätten theoretisch noch 3 Euro mehr. Theoretisch. Also haben wir ungefähr 252 Euro. Das ist schon ordentlich, sage ich mal, für Cashback. Jetzt ist die Frage, was holen wir uns? Also wenn wir die Folge gesehen haben, können wir mehr oder weniger wissen, ayo, VMAX Climax ist halt abgrundtief, abartig, heftig. Ist halt ein neues Set. Und die Sets steigen jetzt gerade wieder. Die waren am Anfang sehr viel günstiger. Jetzt gerade gehen sie wieder hoch. Preise hier können wir nicht immer nehmen, kann ich euch jetzt schon sagen. Weil die Preise fallen und die Preise steigen. Zum Beispiel die Karte ist jetzt auch schon hier bei 75. War bei 100 zum Beispiel jetzt noch am Freitag, wo wir die Folge geeditet haben. Die Preise droppen definitiv. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob sich das überhaupt noch lohnt. Hier haben wir zum Beispiel auf 95, die ist immer noch stabil bei 100. Die Goldkarten sind sehr viel günstiger, aber gerade da müssen wir halt auch mal gucken auf eBay. Also wenn ich halt nach Preisen gehe, ich nach beiden. Also ich habe Card Market und eBay halt, was ich abchecke, aber hier sehen wir es halt, ne? Heute ausgelaufen, 51 Euro für eine Alternative, das ist crazy. Die Marnie-Karte 50 Euro, Galan Friends hier, Preisvorschlag. Glurak ist hier vor auch 24, also ist wieder gestiegen im Preis. Die Karte 10er halt. Also allein die Character Rares sind halt alle super stabil vom Preis her. Die kosten alle so zwischen 6 bis 10, wenn nicht sogar teurer meist. Das Glurak hier auch 6 Euro, habe ich 3 berechnet nur. Also ich war da sehr großzügig bei den einzelnen Karten, um da halt, ich sag mal, faire Preise gegenüber den Leuten rauszuballern. Aber du siehst hier halt auch schon 104 Euro. Die Teile werden gekauft für super viel Geld. Ich habe mir jetzt noch welche bei Pokécorner bestellt für eventuell Cashback. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, er hätte die für 89 drin. Ich glaube schon. Müssen wir mal ganz kurz gucken hier. Da 89. Aber sind noch alle aus. Also davon habe ich mir ein paar gegönnt halt. Also davon. Also ich weiß auch noch nicht, ob ich sie einsetzen werde in der Folge. Ne? Aber ich habe mir auf jeden Fall schon mal als Puffer davon welche geholt. Das kann ich euch an der Stelle sagen, was schon mal ganz gut ist. Aber die Preise von den Sachen sind sehr stabil. Und ich glaube halt auch für Cashback so das Smarteste, was du machen kannst. Weil du hast halt in so einem japanischen Display diese garantierten 3 Character Rare Hits, das heißt, du hast halt mindestens schon mal, wenn wir grob rechnen, 10, 10, 10, das heißt, du hast 30 Euro plus den VMAX Alternative Hit, wo du halt auch nochmal eine Karte ziehst, die mindestens 15 wird, das heißt, du hast immer die Hälfte der Box draußen. Das heißt, du bist immer bei ungefähr 45 Euro, bei 90 Euro, was wirklich gut ist. Zusätzlich hast du die Chance auf God Pack, zusätzlich hast du die Chance auf Full Art, zusätzlich hast du die Chance auf Goldkarten,
sind drei Kriterien, die noch dazukommen, die das Kapital hier noch boosten können. Plus die Glurakat, die allein schon 4-5 Euro geht oder sowas halt. Das ist halt verdammt stark. Und deswegen sehe ich halt das Potenzial halt auch bei VMAX Climax. Und ich sage euch halt auch, dass dieses Set in Zukunft extrem beliebt sein wird. Nicht nur wegen den Goldkarten, nicht nur wegen den Fullarts, sondern halt auch wegen den Charakter und wegen den alternativen Fullarts. Es ist halt einfach verdammt schön. Und das muss man an der Stelle halt auch einfach appreciieren. Und das habe ich euch allen gesagt. Und deswegen habe ich euch gesagt, so, yo, wenn ihr das irgendwo günstig seht, nehmt es mit. Aber gibt nicht zu viel Geld aus, auf gar keinen Fall. Deswegen mache ich ja diese Kaufempfehlung halt auch immer in diesem Video. Ich kriege ja kein Geld oder sonst was vom Pokécorner dafür, wenn ich dem jetzt sage, hey, yo, kauft das hier für 89, das wird es wahrscheinlich noch woanders günstiger geben, aber die Seite kenne ich halt jetzt und deswegen kaufe ich es da halt. Wenn ihr eine günstigere Seite kennt, könnt ihr mir die gerne nennen und dann kann ich die auch mehr oder weniger shoutouten. Aber warum ich jetzt zum Beispiel auch die polnische Seite gesagt habe, da wusste ich halt unter anderem, dass halt viele deutsche Shops dann Aufmerksamkeit drauf bekommen und die dann wahrscheinlich leer kaufen, was ich nicht so cool gefunden hätte. Aber ich habe auch ein paar andere Sachen noch geordert tatsächlich auf Card Market. Nicht nur VMAX Climax, das werden wir aber gleich nochmal durchgehen. Drachenwandel Sleeve Booster oder in verschiedenen Shops Einzelbooster gönnen. Das habe ich mir auch schon überlegt, der Darkmine, dass wir sowas mal machen, dass ich in verschiedene Einzelshops reingehe und da immer so Einzelbooster raussnacke und da vielleicht hoffe, irgendwie geile Pools zu bekommen. Das wäre cool. Also wir haben 252 Euro. Wenn wir davon jetzt in VMAX Climax abziehen sollten, eins will ich auf jeden Fall... Alter! Wir kaufen uns eins und haben Plus gemacht. Instant, so funktioniert das. Dann sind wir bei 163. Ich würde High-Risk, High-Reward, 25 Jahre japanische Booster für Cashback, also die Promo-Boxen Booster nehmen. Habe ich auch schon überlegt. Können wir auch theoretisch machen. Weiß nicht. Da die Frage an den Chat, hätte ich da Bock drauf, ist die Frage. Ich würde jetzt erstmal zweimal wegen des Climax definitiv mitnehmen. Und ich habe jetzt die Frage, wir haben jetzt noch 74 Euro. 74 Euro. Ich kann euch eine Sache sagen, ich habe mir Drachenwandel 3er Blister bestellt. Ich weiß nicht, welche ankommen. Der Shop hat mehr oder weniger angegeben, dass die random sind, die halt ankommen. 3er Blister, Drachenwandel, 3 Booster plus Promokarte plus Coin. Ist ziemlich cool. Kennen wir. Habe ich, glaube ich, ich habe hier einen Fusionsangriff. Die Teile bloß halt von Drachenwandel sind es halt. By the way, hier ist ein Missprint. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Kostet ungefähr 1,15. Das heißt, wir haben 15 durch das hätten wir. Das heißt, wir haben 5 Dreierblister sogar. 5 Dreierblister. Weil die 0,2, die da überbleiben, werden höchstwahrscheinlich der Versand dann halt sein. Von daher wäre das schon gar nicht mal so shit, meine ich, oder? Das wäre schon ziemlich cool hier. Also wir haben 25 Booster Drachenwandel und wir haben zusätzlich zweimal VMAX Climax. Oder wäre das euch zu wenig? Weil ich habe gleichzeitig halt für selbe Geld für 247 Euro. Ich glaube, es waren 8 Blister und ein Fusionsangriff auf Englisch mir geholt. Können wir auch machen. Nimm Celebrations ETB oder Glurak Boxen aus Celebrations. Naja, die sind viel zu teuer, die kriegst du halt nicht für einen guten Preis. Das Ding ist halt gleichzeitig, finde ich, bei Drachenwandel. Wir haben gesehen, dass es gönnen kann. Ne? Zweimal jetzt in zwei verschiedenen Folgen. Aber ich weiß halt auch nicht, ob wir da eventuell nochmal auf die Schnauze fliegen, sozusagen. Wenn wir ungefähr 78 Euro ausgeben, halt, ne, haben wir 1, 2, 3, 4. Ich glaube, die ist auch noch drin in der Range. Ja. Wir haben 6 Karten, mit denen wir easy das rausholen würden. Die ist auch noch dabei. Also wir haben 6 Karten, wo wir halt easy wieder drin sind. Und wir haben super viele Karten, wo wir halt even fast sind halt. Ne? Also bis die würde ich fast sagen even. Umbreon VMAX wird auch noch an die 35 Euro gehen, ja. Super viele Karten, die wir ziehen können potenziell, um da halt plusmäßig rauszugehen. Und die sind halt auch noch alle sehr stark halt. Selbst so eine VMAX Blitzer ging ja 10 Euro halt, ne? Womit ich auch nicht gerechnet habe. Und wenn wir das mal ausrechnen, klar ist die Ratio nicht jetzt akzeptabel, aber 25 durch 3... haben wir ungefähr 8 Hits, die wir ziehen können, potenziell. Da können natürlich Holo-Hits drin sein, V-Hits, V-Max-Hits. Natürlich sind die nicht garantiert, weil es jetzt Blister sind. Aber das ist jetzt die Frage, haben wir da Bock drauf? Machen wir das ja oder nein? Okay, wir haben jetzt mehr oder weniger halt für uns bestimmt, dass wir sagen, okay, von den 252 Euro holen wir uns safe zweimal V-Max Climax für den Preis. Zack, zack. Von dem Restgeld können wir jetzt halt sagen, okay, holen wir uns davon irgendeine Box, die safe wieder ist. Sei es das Celebrations ETB-Ding oder die Pikachu VMAX-Box, die hier unter anderem ist.
Könnte ich auch noch einmal benutzen, theoretisch. Aber ja, müssen wir mal schauen halt. Ne? Also, wie schon jemand sagte, natürlich hast du doch Safe-Karten dabei. Aber ich glaube, ich will den Frill haben. Da wir schon zwei Safe-Produkte haben in der Folge dann, wäre es, glaube ich, cool, wenn wir Drachenwandel öffnen. Oder Fusionsangriff, bin ich mir nicht sicher. Können wir auch machen. Shining Fates Tin. Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Shining Fates ist ein Set, was ich jetzt nicht so cool finde. Also zum Sammeln ist es schon cool, ja. Also glänzende Schicksal für Leute, die es nicht wissen. Aber das Ding ist, du kannst da halt nicht unbedingt Money draus ziehen. Also guckt euch das an halt. Ne? Die Produkte sind super günstig, aber die Preise sind halt ultimativ gedroppt. Was gut ist zum Öffnen. Aber für eine Serie wie Cashback, da wollen wir halt das Maximale rausholen. Dafür ist diese Serie halt nun mal da. Und wenn wir uns das angucken, ziehst eine Goldkarte, Alter. Ist die irgendwie 9 Euro wert? Eine Goldkarte? Wo kommen wir denn da hin? Also das ist absolut leider gar nicht zu empfehlen. Auch wenn du da viele Hits hast. Aber bringt leider gar nichts. Aber an sich haben wir da schon mal eine gute Auflistung, würde ich sagen. Wir haben eine geile Folge, die auf uns wartet. Und ich glaube, dass Cashback mal wieder leben wird. Also ich hoffe, dass Cashback leben wird am Sonntag. Ich habe noch nichts geöffnet. Ich weiß noch gar nichts. Ich weiß genauso viel wie ihr. Aber ich kann euch grob sagen, das wäre so das, was ich mir gerade vorstelle. Es kann auch möglich sein, dass ich mich da noch ein bisschen beeinflussen lasse von ein, zwei Sachen. Aber ich glaube, das ist eine gute Sache.